Hallo ihr Lieben, Sie haben dieses Baby beobachtet und festgestellt, wie schwer ist die Atmung beim Baby. Nase ist verstopft, Baby hat Hunger, möchte trinken und das kommt zum Unzufriedenheit. Atmung ist sehr erschwert, auch Trinken bringt nicht zum Zufriedenheit. In diesem Fall, was kann man machen? Wenn jetzt Nasensekret steht in der Pfanne, kann man absaugen, aber wie in diesem Fall, Nasensekret liegt tief. Das hört man, wie tief ist die Nase blockiert. Das ist einfach verstopft und Luft kommt nicht durch. In diesem Fall ganz einfach, könnte man machen. In Nasenloch ein Tropfen, bisschen Muttermilch, Hochsalz oder abgekochtes Wasser, abgekühltes. Ja, dann tropfen Sie ein paar Tröpfchen, zum Beispiel Hochsalz, in äußeres Nasenloch, einfach tröpfchenweise reingeben. Und das läuft von Außenseite nach innen. Und das löst dieses Sekret auf. Und dann Baby kann niesen. Und das einfach löst sich und geht nach außen oder nach innen. Und nach außen können Sie abwaschen. Und dann Erleichterung den Kindern. Und dann sehen Sie das. Und wenn Sie das öfter bei Kindern helfen, ja? Und kommt schon raus. Dann einfach Tröpfchen geben, besonders vor dem Essen. 10, 15 Minuten vor dem Hauptmahlzeit und dann, das weicht auf und dann Baby kann viel ruhiger trinken und wird dann zufriedener und kommt auch gut ins Schlaf rein. Diese Methode ist einfach und ohne Nebenwirkungen. Klar beobachten, wenn Baby ist doch wirklich krank, dann suchen Sie Kinderarzt auf und wenn das notwendig ist, dann müssen Sie vielleicht doch auch Nasentropfen bekommen, richtig geht zum Schleimhaut abschwellen, aber wenn in diesem Fall wird so gehen, dass es dann schonend, jeder hat das zu Hause, jeder kann das anwenden, das trocknet die Nasenschleimhaut nicht aus. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Baby schöne, freie Atmung, Zufriedenheit und Gesundheit. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte in den Kommentaren. Oder wie Sie kommen zurecht mit so Beschwerden beim Babys, werde ich mich sehr freuen. Und sage ich mir Tschüss, bis zum nächsten Mal.